45 km/h, ja, das ist ganz schön schnell. Aber wenn man im Auto sitzt und so ein Fahrrad überholt, dann sagt man immer, ja, die sind aber langsam. Aber wenn man erstmal auf so einem Fahrrad sitzt und 45 km/h fährt und das auch noch zugelassen mit Straßenverkehrsordnungszulassung und allem drum und dran, ja, dann merkt man erstmal, wie langsam 25 km/h Pedelecs sind. Ja, ein echtes 45 km/h. Die gibt es immer seltener, muss man sagen, obwohl das deutsche Recht es ja zulässt. Hier sieht man es auch, da ist ein Kennzeichen drauf, so richtig schön hässlich auf so einem Fahrrad. Das ist der Grund, warum viele die auch abschrauben. Aber das ist Pflicht, muss man einfach mitführen, hat aber einen riesen Vorteil. Man ist versichert, das ist schon mal ein riesen Vorteil, sogar gegen Diebstahl, wenn man will. Und ich habe ein zugelassenes Gerät. Das heißt, viele tunen ja dann auch ihre Motoren. Und weiterer Vorteil ist, die Leistung in dem Motor steckt viel mehr Leistung als im normalen Motor mit drin. Deswegen wird der Akku auch ein bisschen mehr entladen. Aber die 45 km/h, die müssen ja irgendwie auf die Straße kommen. Ja, ein richtig zugelassenes, das Trekking S9.0 von Highbike. Und hier ist einer, der Highbike liebt, Kai Gimler, Zweirad-Mechanikermeister aus Buß. Grüß dich, Kai. Hi Sven, grüße dich. Genau, du hast gerade eben schon angesprochen, es werden immer weniger Modelle aktuell. Wir hatten gerade vor kurzem mit der Axel Group, die ja auch Hersteller von Highbike und auch Ghost sind, eigentlich genau darüber ausführlich gesprochen. Also in meinen Augen, ich weiß nicht, ist vielleicht auch ein bisschen so ein Beratungsproblem meiner Händlerkollegen, lassen wir mal in den Raum gestellt sein, denn wir haben eigentlich immer sehr viele davon verkauft. Und der Grund ist eigentlich ganz einfach der, sag mal, wenn zu mir jetzt ein Kunde kommt und er sagt, du pass mal auf, ich will mit meinem E-Trekkingrad auf die Arbeit pendeln und fährt jetzt zum Beispiel jetzt gerade bei uns hier unten im Saartal in der Ebene rum, dann ist eigentlich immer schon klar, dass diese 25 km/h Grenze ihn in kürzer Zeit stören wird. Und dann fangen wir eigentlich immer von vornherein an, auf diese entsprechenden Modelle zu beraten. Jetzt ist es aktuell tatsächlich so, wie du schon erwähnt hast, wir sind von der Modellauswahl derzeit ein bisschen eingeschränkt. Ich hoffe, dass da noch mal ein bisschen was tut. Aber wie auch immer, wir haben jetzt hier das krachneue Modell, endlich mit dem neuen Bosch-Antrieb als 45 km/h Variante, weil die Räder wurden ja bisher immer noch... Der neue ist der Bosch CX. Genau, ne, da richtig, der CX dann. Die wurden ja vorher immer noch mit dem alten Bosch-Antrieb sozusagen gebaut. Deswegen gab es dann bisher auch den Intube-Akku nicht, also auch den haben wir jetzt hier mit drin. Und die Versicherung ist genau das Thema, worum es auch geht. Also wir reden hier nicht mehr von einem Fahrrad, sondern das sind Kraftfahrzeuge. Das heißt, die Rahmen haben auch eine vom Kraftfahrtbundesamt eingeschlagene Fahrgestellnummer, wie du es beim Auto und Motorrad und so weiter kennst. Und deswegen kannst du auch nicht ein Fahrrad tunen und sagen, ich mache mein Nummernschild drauf. Das geht nicht, weil du kannst als Privatmann aus einem Fahrrad kein Fahrzeug machen. Das ist nicht möglich, ja. Und das macht es natürlich auch für die Hersteller ein bisschen umständlicher. Diese das Zulassungsverfahren ist viel aufwendiger, oder? Ja klar, weil die Räder müssen dann eine Kraftfahrt vom Kraftfahrtbundesamt eine Straßenzulassung erhalten. Das ist halt der Hintergrund, ne? Ja, aber nichtsdestotrotz. Ich kann die fahren mit dem Mofa-Führerschein, was ist das hier? Mindestens Mofa-Prüfbescheinigung. Ja, Autoführerschein geht sowieso? Das geht sowieso, klar, das ist alles inkludiert. Genau. So, aber jetzt der 13-Jährige, der darf damit nicht fahren, auf öffentlichen Grund? Nein. Na, und ich sag mal, es gibt auch Einschränkungen, zum Beispiel Nutzung im Wald und Radwegnutzung angeht. Da muss ich aber fairerweise sagen, ich fahre einen 45er. Klar, ich will jetzt nicht hier aufrufen, in den Wald zu fahren damit, mit allen drum und dran. Wollen wir alle nicht. Aber die Alternative, der Alternative, Weg, den viele gehen, um diese kleinen Problemchen zu umgehen, sich ein normales holen, das zu tunen, das ist eine Straftat. Das ist Führen eines nicht zugelassenen Kraftfahrzeugs. Und das hier kostet 5 Euro, muss man sagen. Ist eine Ordnungswidrigkeit, genau. Wenn man auf dem Radweg erwischt wird oder im Wald, kostet genau 5 Euro. Man darf es nicht, muss man ganz klar sagen. Aber man muss ja auch sagen, wenn ich jetzt einen Radweg fahre, mich ordentlich verhalte mit allen drum und dran, ja, das ist ja auch immer eine Frage, wie gehe ich damit um? Genau, ja, da ganz ist das wichtiger und Faktor, und ja. Es gibt ja auch mal die 100 Meter, die ich überbrücken muss, wo ich eigentlich nicht fahren darf, ja. Also wir wollen ja nicht dazu aufrufen. Nee, wollen wir wirklich nicht, aber ne? Es ist fast unmöglich, wenn du auf dem Radweg fährst, ja. Genau. Und du darfst ja außerhalb geschlossener Ortschaften, darfst den Radweg benutzen. Genau, richtig. Nur nochmal, das Schlimme ist eigentlich, sagen wir, der umgekehrte Weg, den viele Leute, um diese Probleme zu umgehen, dann halt eben beschreiten und das ist ihr Fahrradtunen und das ist rechtlich eine ganz andere Qualität. Aber gehen wir doch mal zurück zum Produkt. Bitte. Ganz neues Modell. Wir haben dann jetzt neuerdings heute diesen versteckten Akku mit drin. Wir haben die LED-Lampe mit drin und wir haben es gerade eben entdeckt, hier ganz neu dann auch eine Hupe.
Genau, die ist nämlich vom Gesetzgeber, die muss hell sein, glaube ich, und durchtönen, das ist sie. Du hast eben noch zweimal gehupt und hast dich totgelacht, weil sie natürlich nicht klingt wie von einem LKW, sondern es klingt eher wie von einem heiseren kleinen Dackel. Aber man hört sie wirklich gut. Man hört es, ja genau. Ne? Und darum geht es. Es ist einfach nochmal ein Sicherheitsfeature, das dann jetzt serienmäßig, pflichtmäßig verbaut ist. Genau. Die sieht geil aus. Ich zeig mal gerade die Hupe. Die ist nämlich unten drunter. Die sieht so aus, so ein bisschen wie Darth Vader, eine Antriebseinheit aus einem... Die saugt die Luft ein. So, Andi, da bist du aus... nicht Oberfranken, sondern Oberpfalz, aus der Oberpfalz. Bist im Saarland seit 10 Jahren. Ja, 45 km/h. Wer jemals 45 km/h gefahren ist, es gibt dieses 25 km/h Loch nicht. Das stimmt. Er macht halt, schaltet nicht ab, der Motor. Das ist eigentlich schon cool. Das ist im Prinzip richtig geil, ja. Ja, du bist doch richtig schnell unterwegs auf der Straße. Das heißt, du bist nicht mehr so das große Hindernis, muss man dazu sagen. Man kann auch in der Stadt gut mitschwimmen. Da kann man sehr gut mitschwimmen, ja. Es ist so, dass ich also mit dem ein kleines bisschen über Trittfrequenz fahren muss zwar, dass ich die 45 rauskitzeln kann, aber Ende ich sag mal so 37 km/h fahre ich ganz locker. Locker, ja. Das ist nämlich auch so, oft ist es ja so, die 25 sind ein bisschen zu wenig. In Amerika wird, glaube ich, 32 km/h gefahren, was ich persönlich auch besser finde. Also klar, schneller ist immer besser, aber 25 ist wirklich, die hast du ganz schnell. Und wenn ich hier so 35, 37 fahre, ganz locker, bin damit ein gutes Stück schneller wie alle anderen, kann überholen, bin schneller auch am Ziel. Genau so ist es. Also Mofa-Fahrer haben keine Chance gegen einen. Das stimmt, ja. Ich persönlich, die Vorteile sind schon krass. Also allein schon dadurch, dass es ja zugelassen ist und auch versichert ist, habe ich sogar eine Teilkasko mit drauf. So ist es. Also wenn ich jetzt einen Unfall bauen würde, dann würde also quasi wie Teilkasko haften beim anderen. Genau, wie beim Auto auch die Teilkasko mit haften. Die uns nicht viel kostet. Also ich sag mal, wenn ich die jetzt nur, ich sag mal, auf eine Haftpflicht mache, dann liegt es, glaube ich, um die 35 Euro. Mit Teilkasko liegt es so um die 70, 80 Euro, vielleicht auch 100 im Jahr. Also es ist so 8 Euro im Monat. Genau so ist es. Ja. Fängt immer an, ab März zu laufen. Also es ist immer von März auf Ende Februar. Das Ganze wie halt beim Moped eben auch. Ja. Also das ist das Schild. Es soll ja welche geben, die stecken das Schild in den Rucksack mit rein, ja, damit es nicht so hässlich ist. Aber schade ist es, dass bei den kleinen Tretrollern, die haben ja viel kleinere Schilder, dass man das noch nicht realisiert hat, oder? Das wäre halt wirklich wünschenswert, wenn das kleine Schild, sage ich jetzt mal, das bei den Rollern da drauf ist. Das Kuchenblech weg ist. Genau, das Kuchenblech einfach wegzumachen wäre, das wäre also wirklich eine ganz tolle Geschichte, wenn sie das mal irgendwann mal gesetzlich so umändern würden. Ja, ihr habt hier eine rote Nummer, das ist wahrscheinlich eine Probefahrtnummer, oder? Das ist richtig, weil wir mehrere haben und nicht speziell auf eins quasi zugelassen ist. Habe ich gar nicht gewusst, dass es die auch gibt bei 45ern, aber gibt es, wie man sieht, ja. Hier sieht man sehr schön, ja, es ist nichts gespart worden. Ich habe einen brachial harten Gepäckträger. Der gefällt mir so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist jetzt von welchem Hersteller ist der? Von, guck mal drauf. Der ist von XLC selber, also sprich von Highbike. Ist damit irgendwas kompatibel? Mit? Die haben selbst Zubehör dafür. Zubehör dafür. Das ist also hier unten so eine kleine blaue Taste, die ich dann drücken muss. Und ich kann hier also auch, ich hole mal schnell einen Korb, dann kann ich es euch zeigen. Achso, ihr habt die da von Highbike. Ja, super. Das lass mal sehen, denn diese Systemgepäckträger haben natürlich riesen Vorteile. Ich kann, und das ist ein ganz entscheidender Vorteil, ich kann alles an Zubehör schnell mitnehmen, kann es auf- und abmachen, kann mir sogar verschiedene Systeme kaufen, die einfach drauf und drüber machen. Na gut, du musst schon innerhalb eines Systems bleiben, ja? Nein, ich meine, ich habe jetzt einen Drahtkorb, den kann ich mir kaufen für die Frau, kann aber auch eine geschlossene Tasche für den Winter holen. So ist es, ne? Und du hast bei dem jetzt dann hier dann zusätzlich auch immer noch die Federklappe, wenn du jetzt mal gar nichts oben drauf hast, kannst also wie früher hier, ne? Was haben wir da früher drunter gemacht? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Also ich bin immer zumindest die erste Freundin mal drauf. Wie ist denn hier die Last? Wir gucken gleich mal drauf, was draufsteht auf dem Gepäck. 35 Kilo. 25 Kilo. Halt. Warte. 15, weil wir hier nämlich über das Schutzblech abgestellt. 15 Kilo. Genau. Es gibt verschiedene Varianten, das ist abhängig von der Abstützung, genau. In dem Fall 15. Gut, aber 15 Kilo ist ja schon mal ein bisschen was. Ja. Und wenn es dann 17 sind, meinetwegen, wir sind ja in Deutschland. Da wird genau kontrolliert. Ja gut, aber es ist ja alles 37 Mal über... Bist du nicht vom Kraftfahrtbundesamt angehalten worden? Ne, Kraftfahrer hier vom Güterkraft... Vom BAG, ne? Wegen gewerblichen Achslastvermessung am Fahrrad. Ja gut, du lachst jetzt. Wenn du ein zugelassenes Kraftrad hast, mal eben den Vorderbau ändern. Ja. Das fängt schon an, wo du selbst sagst, das lehnst du ab.
das Zeug muss zugelassen sein und das ist alles, ich sag mal, ist ein Kraftfahrzeug. Richtig. Also wir haben hier jetzt nochmal besondere Bewandtnisse, was tatsächlich Umbaumaßnahmen angeht. Sag mal, wenn wir jetzt vom Sattel sprechen, weil hier die Griffe ist unkritisch, kann es einfach tauschen, ja. Aber zum Beispiel Lenker, Vorbau oder auch hier einfach so eine Federgabel mal tauschen, ist nicht so einfach, weil das Rad ist nur in dieser Konfiguration, wie es hier steht, vom Hersteller zugelassen. Mhm. Ja, das ist jetzt natürlich so eine Sache. Es gibt jetzt mittlerweile Hersteller, jetzt nehmen wir zum Beispiel Fox-Gabeln. Die haben jetzt spezielle Gabeln, die dann vom Fox für diese Verwendung freigegeben sind. Das ist wie jetzt beim Auto, wenn du eine ABE oder sowas hast. Es geht immer darum, solange ich nicht erwischt werde, nichts passiert, ist alles gut. Passiert aber ein Unfall. Richtig. So, und dann gucken die nach, ist denn das Ding im Originalzustand gewesen? Mhm. Kann passieren. Also die Sachverständigen suchen ja immer, die Versicherungen wollen ja nicht bezahlen. Genau. Gucken nach, ist da irgendwas, ich sag mal, getuned worden an dem Ding. Mhm. Und dann kann es sein, dass du eine Teilschuld, eine Gesamtschuld, eine was weiß ich. Ja, ja. Unter Umständen wird Regress gefordert, wenn du einen großen Schaden verursacht hast. Und natürlich stehen wir als Betrieb und Werkstatt natürlich besonders in der Pflicht, dass wir unseren Kunden da nichts umbauen, was in irgendeiner Weise eine halbgare Lösung ist. Dafür haben wir aber einen Komponentenhersteller aus Freudenstadt, mein Kumpel Peter Schmidt von Rivers Components. Und der macht dann jetzt zum Beispiel auch Sachen mit Lenkern und Vorbauten, die zugelassen sind. Wenn es dann zum Beispiel um Ergonomieanpassungen geht, arbeiten wir mit diesen Komponenten. So ist es. Es macht einen sehr robusten Eindruck. Gut, ich fahre 45 km/h, da sind die Moto X drauf. Ja, vom renommierten Hersteller Schwalbe. Das Ganze sieht schon mehr nach Moped aus, wie nach Fahrrad, oder? Ja, ich sag mal, die breiten Reifen setzen sich ja zum Glück jetzt mittlerweile auch bei den Kunden jetzt durch. Da hat man eigentlich anfangs, als dieses Modell als normales präsentiert wurde, die Kunden wollten sich haben, die wollten das klassische Modell mit den schmalen Reifen. Hat sich jetzt zum Glück endlich gedreht. Die haben schon Vorteile, oder? Die haben Vorteile und die Nachteile, das schwerere Rollen, interessiert mich beim Pedelec ja nur zweitrangig. So ist es. Die Vorteile ist, ich habe zum Beispiel, nehmen wir mal Straßenbahnschienen, das ist ja auch so ein Zum Thema. Beispiel, ne? Klar, da muss ich immer noch aufpassen, aber im Vergleich zu den kleinen, wo es klack macht und ich bin drin, das kann hier nicht so schnell passieren. Das ist was, dann hast du natürlich einfach durch das mehr Volumen und da hast du einfach eine bessere Aufnahme von Unebenheiten und natürlich durch die größere Aufnahmefläche auch mehr Grip, also auch gerade was Bremstraktion zum Beispiel angeht und so weiter. Ne? Bist mit den dicken Reifen einfach besser aufgestellt. Also vom Fahrdynamischen haben die mannigfaltig Vorteile und der Nachteil, der spielt eigentlich jetzt hier im Pedelec keine Rolle. Da sieht man so ein paar Pflichtsachen, die dabei sind. Wir haben eben schon mal die Hupe gezeigt. Hier sind Seitenreflektoren, die man eh haben sollte. Die sind aber hier Pflicht. Mhm. Das heißt also, die sollte man auch bitte dran lassen, denn wenn ich dann von der Seite nicht gesehen werde, nicht so toll. Und was natürlich ein großes Thema ist, ist der Motor, der für 45 km/h tatsächlich kein normaler CX ist, sondern der wurde per Software nochmal abgedatet. 100 Watt hat der mehr, ne? Der hat also 350 Watt statt 250. Das ist dann der Unterschied. Das merkt man auch richtig. Die brauchst du auch, denn um auf die 45 km/h zu kommen, musst du ein bisschen treten, muss man sagen. Aber so, ich sag mal, 38, 37, die fährt man im Schlaf. Ja, die kriegt man ganz gut hin, ja. Also warum kaufen die Leute nicht alle? Ich meine, es kostet 3.999 Euro. Die Preisfrage ist es nicht. Nee, du, guck mal, es ist doch letztendlich immer so, das Rad soll ja zum Einsatzzweck passen, ja. Und ich sag mal, für viele, die jetzt am Wochenende gemütlich eine Runde mit der Familie drehen, die brauchen es nicht, ganz ehrlich. Aber viele Händler, muss man fairerweise sagen, ja, die sagen, ach, 45 km/h, das will keiner mehr haben, das kauft ja keiner. Dabei gibt es viele, da gibt es viele, aber viele Kunden, die sagen, die wollen eigentlich sowas haben. Mhm. Und es ist eigentlich vom Händler abhängig, dass der A, die Geräte hat. Weil die Auswahl ist gering. Ja. Die sind nicht gerade die billigsten, muss man sagen. Also sie kosten halt mal 4.000 Euro und fangen nicht bei 2-3 an. Richtig. Aber genau das ist das Ding. Für diejenigen, die das entsprechend nutzen können, ist es halt eben genau das richtige Rad. Und dann macht es aus meiner Perspektive keinen Sinn, dann auf irgendwas anderes zu beraten, wenn man die Möglichkeit hat, diese Räder dem Kunden zur Verfügung zu stellen. Ja, auch du verkaufst die Räder relativ selten, muss man sagen, weil es eben die Auswahl nicht so oft ist. Ein Fully hat man jetzt, ich sag mal, gibt es glaube ich von Heiberg nicht als 45er. Ja, aber das war unser meistverkauftes Modell tatsächlich noch bis kurz vor unserem Umzug in unserem letzten Geschäftsjahr in Liesdorf. Ja, schlimm ist, wir hatten mal ein Kompaktrad, was vom Vinora gab, 45 km/h. Ja, gibt es jetzt noch, aber nur noch als 25er. Richtig. Das ist schon krass. Also, es wird immer weniger. Ja, ja. Aber wenn Sie eins haben möchten, das ist jetzt ein 220er? Das sind 220er, die sind jetzt gerade frisch reingekommen, aber es sind zwei Rahmengrößen da. Sag mal, das hier ist die etwas kleinere? Das, Moment.
Kein, muss man gerade gucken, wir schieben es mal raus. Das ist ein M, das ist ein L. Das ist ein L. So, das heißt auch, vermessen ist ganz wichtig. Der Rahmen muss zum Anwender passen. Wenn ich jetzt zwei Leute habe, die es nutzen wollen, ja, der eine ist ein bisschen kleiner, nehme ich dann eher einen L-Rahmen und lasse den anderen dann mit den Beinen verhungern? Würde ich tendenziell machen, ja. Weil ich tendenziell immer eher zum größeren Rahmen raten möchte. Aber das ist individuell. Da muss man jetzt gucken, wenn dann der kleinere von der Überstandshöhe gar nicht drüber passt, muss man eine andere Lösung suchen, ja. Ja, lieber Andi aus der Oberpfalz, ja, im Saarland gestrandet. Ja, 45 km/h oder 25? Was ist jetzt das Richtige? Es ist immer der Einsatzzweck. Also wenn ich sage, ich muss pendeln irgendwie so, dass ich für dich selber Straße fahren würde, dann auf jeden Fall. Für mich selber käme es auch in Frage, weil wenn ich zur Arbeit fahren würde, würde ich also auch die Straße bevorzugen. Ja, so ist es. Und da habe ich ein zugelassenes Fahrrad, 45 km/h. Genau. Man sollte ja eh dann damit auf der Straße fahren. Außerorts darf ich den Radweg benutzen. Das ist zulässig. Innerorts ist der dann gesperrt. Strafe kostet tatsächlich 5 € als Ordnungswidrigkeit. Ja, so ist es. Ja, vielen Dank, Andi. Gerne. Wo befinden wir uns denn, lieber Andi? Wir befinden uns hier im Bus, im EKC. In welchem Land sind wir? Im Saarland. Im Saarland, ja, muss man nämlich sagen. Auch wenn es ein bisschen bayerisch klingt. Und der Kai ist gebürtiger Saarländer. Du kommst aus Gerlfang. Das ist neben Saarbrücken die größte Stadt. Es ist das größte Dorf an dem Flecken, wo es ist. Nee, so ist. Du fährst schon Fahrrad seitdem, du bist fahrradverrückt, seitdem du 12 bist? Ging bei mir sehr früh los, bis 16, dann tat ich mit dem Rennrad unterwegs. Dann kam eine kleine Pause, dann ging es wieder los mit Mountainbike. Genau. So, und dann hast du irgendwann mal deinen Meisterbrief gemacht. Zweirad-Mechaniker, Meister bist du sogar, hast eine Ausbildung gemacht. Und das gibt es nicht so oft. In Frankfurt hast du den gemacht. Genau. Und ja, bist jetzt zu Highbike gekommen. Bist du zufrieden mit Highbike, mit dem Hersteller? Aber mit Highbike arbeiten wir schon sehr lange zusammen. Und gut, bist du zufrieden? Ja, absolut. Sonst hätte was nicht so lange gemacht. Ja, könnte ja sein, dass für Geld macht man alles, aber der... Nee, ich meine, wenn du mal guckst, es gibt ja schon eine sehr groß, breit gefächerte Auswahl an Marken auf dem gesamten Fahrradmarkt. Und ich meine, Highbike, muss man einfach mal sagen, es waren Pioniere, ganz ehrlich. Also die haben den E-Mountainbike-Bereich schon groß gemacht, kann man sagen. Oder eigentlich die ganze E-Bike-Palette, die wir heute im Markt haben, weil Highbike sich sehr früh ganz breit aufgestellt hat. Vom ersten E-Rennrad hin, ja, bis zum ersten S-Pedelec, bis zum ersten E-Fully. Also viele Innovationen gehen wirklich auf Highbike zurück. Und das wird jetzt weiter fortgesetzt mit den Flyon-Modellen. Komm, ich gebe dir mal eine Steilvorlage. Warum ist denn an der Bremse noch ein elektrischer Draht? Das ist so ein Unterbrecher. In dem Moment, wo du die Bremse ziehst, unterbricht der Motor. Und hat kein Bremslicht? Sollen wir mal probieren? Klar. Klar. Ah, wie geil. Mach mal. Sogar beidseitig, ne? Nee. Ich weiß, dass alle neueren haben nämlich jetzt ein Bremslicht. Und da gibt es, glaube ich, auch nur einen Hersteller. Das ist Magura, glaube ich, der diese das macht und so weiter. Ja, vielen Dank, Kai. Öffnungszeiten bei euch? Von 10 bis 18 Uhr, Dienstag bis Samstag. Ja, du bist ein netter Typ, verkaufst rund 1000 Fahrräder im Jahr. Ihr seid klein oder fein? Klein und fein? Ja, kann man so sagen. Ach, so ganz klein sind wir ja nicht mehr. Ist so. Ja, vielen Dank, Kai, wenn Sie Lust haben. Hier ist es das Highbike. Wie heißt es? Tracking S 9.0 in der Version 2020. Genau. Einmal als L und einmal als M-Rahmen. Andere Größen gibt's. Wir haben jetzt, das ist unsere erste Charge, die wir gekriegt haben. Ne? Super. Dankeschön, Kai. Gerne. Ciao.